88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Hey. Hey. Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, Vorsicht! Scheiße, was? Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey, hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... Puh, einen Moment. Puh. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren?
Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Oh Mann, ihr habt mich fast überfahren. Hallo. Okay, ich kann nicht mehr richtig ausweichen. Geh mal auf den da. Das ist mein Ziel. Ich mach... Autsch! Dich fertig! Immer noch so was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja, gib ihm noch eine! Los, weiter, das interessiert die gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Das Ding war in deiner Tasche. Ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Na ja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Das Ding war in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt du, ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, kaum zu glauben. Ja? Ach, die Erinnerung. Wie haben wir sie kennengelernt? Also, wir waren schon ein Arschloch eigentlich. Wir wollten einfach so weiterfahren. Oh Mann. Ich weiß es auch nicht. Hat das so aus Spaß gemacht oder nicht? Keine Ahnung. Ja. Okay. Tucker. Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Forks. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Dicken Ende. Okay, ja. Ich finde es auch interessant. Woher will er wissen, dass der O'Brien noch lebt? Er immer sagt, er lebt noch, aber kann ja sein, es gibt ja mehrere, aber na gut, werden wir im nächsten Part vielleicht erfahren oder irgendwann ein anderes Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten, bis zum nächsten Part. Wiederschauen und reingehauen.